Herzlich willkommen jetzt zu einem weiteren YouTube-Video hier auf unserem Kanal. Ja, heute ja zu einer Optimierungssession bzw. System-Building-Session. Wir wollen uns ja heute unser HT, unser Haptic Trading-System anschauen, was wir hier jetzt seit ja fast 1,5 Jahren mit wirklich überragender Performance auf YouTube frei für euch traden. Jeder kann die Ergebnisse von jeder Trading-Woche, die wir damit getradet haben, einsehen. Also wirklich, wenn wir zu jedem Trade, den wir gemacht haben, haben wir ehrlich sozusagen nach unserem Tradingplan dokumentiert. Den Tradingplan könnt ihr euch auch kostenlos bei uns runterladen hier. Alles genau dokumentiert hier in unserem Backtesting-Sheet und so weiter. Und heute wollen wir uns mit einer Idee, die ich in der letzten Backtesting-Session hatte, für alle, die sie gesehen haben, werden das sicherlich gehört haben, wollen wir uns anschauen, ob wir mit dieser Idee unser Haptic Trading System verbessern können, ob wir ein besseres Ergebnis erzielen können, ob wir eventuell uns den einen oder anderen Lost Trade hätten sparen können. Das Video hier nehme ich gerade wirklich absolut Freestyle auf, YOLO. Wir gehen jetzt hier einfach genauso rein, wie ich jetzt hier reingehen würde, wenn ich das System für mich selber jetzt so testen würde. Also, dass ich euch einfach mal schwarz auf weiß wirklich einen Uncut-Einblick gebe in unseren System-Building-Prozess. Beziehungsweise System-Building-Prozess, es ist genau der gleiche Prozess von uns, wie wenn wir Systeme bauen, wie wenn wir Systeme optimieren. Es ist und bleibt halt immer genau das Gleiche. So, viele von euch kennen das ja schon, wenn ich hier ganz kurz mal unseren Prozess raussuche. Wissen ja viele, dass der aus drei Steps besteht. Einmal der Ideenfindung und erstmal der groben Planerstellung, mit dem wir auch gleich erstmal kurz starten und ich euch ganz kurz erkläre, was für eine Idee ich habe, das System sozusagen zu verbessern. Wird sicherlich auch dem einen oder anderen von euch weiterhelfen, entweder weil ihr das System selber tradet oder vielleicht komplett eigene Trading-System habt und diese Idee auch einfach mal bei eurem eigenen Trading-System ausprobieren könnt, ob diese Idee vielleicht noch euer Trading-System verbessern wird. Und auch alleine dadurch, dass ich euch jetzt hier uncut einen Einblick gebe, wie ich sozusagen meine Systeme baue und optimiere oder wie wir es halt im Gesamten machen, wie es alle unsere Member und so weiter machen und lernen und halt auf diese Art und Weise das Market-Decoding lernen wir aus unserer Sicht. Wirklich das Market-Decoding, der einzigste Skill im Trading, der dich halt wirklich unabhängig macht. Weil die meisten, klar, fokussieren sich leider nur darauf, einfach nur die Fähigkeit zu lernen, irgendein Trading-System zu traden. So, damit ist man aber halt nicht, aus unserer Sicht zumindest, nicht komplett unabhängig, weil man abhängig von diesem einen System ist. Und die meisten Leute können nur einen Ansatz, können nur ein System traden und wüssten halt nicht, was sie ohne dieses Trading-System machen, als dann wieder auf irgendjemand anders angewiesen zu sein, wieder von irgendjemandem, wenn dieses System nicht mehr funktioniert, dieser Punkt wird kommen, weil die Märkte verändern sich ständig und dann an diesem Punkt wieder darauf angewiesen, von irgendjemandem anders ein System zu lernen, wieder auf die Suche zu gehen, wieder erstmal auf 100 Scammer reinzufallen, bis man halt vielleicht irgendwann mal wieder ein System hat, was einigermaßen funktioniert und vor allem auch einigermaßen zu einem selber passt. Und das, in so einer Situation, wie gesagt, ist man aus unserer Sicht zumindest nicht unabhängig, sondern halt, wenn man die Fähigkeit, das, was wir hier machen, sozusagen dieses Market Decoding drauf hat und selber Muster im Markt finden kann und auf diesen Mustern seine eigenen Trading-Systeme bauen kann und halt immer wieder verbessern kann oder zumindest auch einfach sein System immer wieder an den Markt anpassen kann, weil oft muss man nicht mehr, wenn sein System nicht mehr funktioniert, nicht mehr ein komplett neues System bauen, sondern oft reicht es auch einfach, das System, was man hat, einfach an den Markt wieder anzupassen, an das Muster wieder anzupassen, weil manchmal verändern sich die Muster einfach nur geringfügig, sodass man zum Beispiel einfach nur ein paar Regeln ändern muss, ein paar Bausteine ändern muss, weil genauso gehen wir auch vor, wenn wir mal zum Beispiel unseren Kasten, wie wir das halt immer machen, anschauen. Das ist zum Beispiel sind die Bausteine unseres Liquiditätssystems. Wir bauen ja immer, dass wir das ja einfach nochmal ganz kurz wiederholen. Ich packe einfach mal alles in den Chart. Jetzt oben drüber, genau, weil für uns besteht ja ein Trading-System aus 4 Komponenten, so wie ein Auto aus verschiedenen Komponenten besteht, wie Reifen, Motor und so weiter, Fahrwerk. Wo du halt du kannst ja verschiedene Komponenten oder beziehungsweise verschiedene Teile an diese Komponenten bauen. So, das macht ja aus dem Auto dann komplett unterschiedliches Auto, ob du dann da Geländereifen drauf hast oder Sportreifen, entscheidet natürlich dann darüber, wie du in bestimmten Bereichen, in bestimmten Terrain, abschließt. Und genauso ist es natürlich im Trading auch, bloß dass wir dann natürlich keine Komponenten, keine Bausteine für Reifen oder sonst was haben, sondern wir haben halt im Trading mit einem Trading-System oder aus was das Trading-System besteht, Komponenten für das Directional Bias, für das Point of Interest, für den Point of Interest, für das Signal- und Management-Bausteine. So. Und aus diesen Komponenten bauen wir sozusagen unsere Trading-Systeme und wenn wir hier unser Haptic Trading-System mal anschauen, was wir aktuell traden, haben wir hier für das Directional Bias
unsere zwei Baustellen, dass wir halt sagen, ja, higher highs und lower lows sind wir halt, bei lower lows sind wir short, bei higher highs sind wir long. Logisch, ganz simpel, ganz einfach, haben wir ganz wirklich einfach gehalten, dass es jeder versteht, dass es jeder traden kann und jeder die gleichen Ergebnisse erzielen kann, wie wir das auch haben. Weil ich meine, jetzt 1,5 Jahren, die, wenn wir mal ganz runter, ich glaube, das ist die Zahl, wir ganz runter zur aktuellen Woche mal gehen, die 1729% mit Zinseszinseffekt, also wir sind letztes Jahr mit dem 10.000 Euro Konto, das könnt ihr auch by the way in der Vorlage hier verändern, wenn ihr einen anderen Startkontostand wollt und das mal ausprobieren wollt, könnt ihr das hier oben einfach ändern. Wenn wir letztes Jahr mit diesem Kontostand da gestartet sind, jetzt bei 182.000 Euro stehen, was komplett gestört ist, 170.000 Euro Gewinn, klar, mit Zinseszinseffekt, ohne Zinseszinseffekt haben wir hier nochmal das Ganze, wären wir bei 307 Risikoeinheiten. So, und im Schnitt, diese 4,5% wöchentlich, so kann man rechnen. Wie gesagt, die Ergebnisse sprechen auf jeden Fall für sich, vor allem halt so konstant wie das Liquiditätssystem habe ich tatsächlich, also für das Verhältnis, wie einfach dieses System wirklich ist, noch kein System gesehen. Genau, jetzt war ich komplett raus, aber genau, wir waren ja beim Point of Interest, genau, da haben wir ganz einfach sozusagen unsere Baustellen, dass wir sagen, auf H1, alle fraktalen Punkte und das High and Slow der Asset Session und unser Signal, unser letztendliches Signal, wo wir dann sozusagen reingehen, der Baustein für dieses Signal, für diese Signalkomponente, haben wir ganz einfach nur ein M5-Strukturbruch nach zwei Liquiditätssweeps. Also ganz einfach, ganz, ganz simpel. Also geht wirklich nicht mehr einfach, vor allem weil wir auch für diese Liquiditätssweeps und für diese Strukturpunkte auch mit einem Indikator arbeiten. Also für alle, die das System vielleicht gar nicht kennen, ich würde euch empfehlen, mal unten in der Beschreibung zu schauen. Da haben wir ein YouTube-Video von uns verlinkt, wo wir das System wirklich von Grund auf im Detail einmal erklären, weil wenn du das System nicht kennst, würde das Video jetzt hier, glaube ich, nicht wirklich viel bringen, wenn wir jetzt gleich hier das System versuchen zu optimieren, das System versuchen zu verbessern, aber du gar nicht weißt, was das eigentliche System so wirklich ist, weil ja nur anhand dieser Baustelle wirst du das System, glaube ich, nicht wirklich verstehen. Also nicht zu 100%. Genau, und als Management-Baustelle haben wir einfach unser, dass wir unseren SL ins Tief legen und so weiter. Müssen wir jetzt hier nicht alles durchgehen. So, wir wollen jetzt hier sozusagen nach unserem Systembuilding-Prozess, um zurück hier zu dem zu kommen, wo ich eigentlich von ausgegangen bin, dass wir jetzt natürlich hier eine Idee haben, hier sozusagen einen Baustein zu verändern, beziehungsweise hier einen Baustein hinzuzufügen. Das natürlich erstmal dann grob im Plan erstmal festhalten, was wir genau testen wollen, logisch. Dann ins Testen und Datensammeln gehen, was wir gleich machen, dass wir uns dann halt anschauen, okay, hätte das System wirklich in der Vergangenheit das Ergebnis verbessert oder nicht. Und das Ganze dann natürlich dann auswerten und eventuell nochmal optimieren, wenn uns halt aufgefallen ist, okay, wir müssen das doch so und so machen. So, und dann fangen wir halt wieder bei dem ersten Step an. Und das ist im Prinzip genau der Prozess, wie du das Market Decoding für dich anwenden kannst. Und wenn du das halt trainierst und wirklich drauf hast und das wirklich bei dir in Fleisch und Blut übergeht, so, dann hast du damit eine Fähigkeit, die dir nie wieder irgendjemand nehmen kann. So, du bist halt mit dieser Fähigkeit gefühlt für dein ganzes Leben abgesichert, weil du halt scheißegal, was die Märkte machen, scheißegal, was für eine Marktphase und was für eine Markt, du dir immer wieder ein Muster aus dem Ärmel schütteln kannst, ein funktionierendes System aus dem Ärmel schütteln kannst, beziehungsweise ein Muster aus dem Ärmel schütteln kannst, auf dem du ein funktionierendes System baust nach diesem Prozess und halt da nie wieder auf irgendjemand anders angewiesen bist. Zuerst dann bist du aus unserer Sicht wirklich unabhängig. So, und die Idee, die ich jetzt hier halt hatte, ich überlege gerade, fangen wir erstmal mit der Version an oder mit der Idee? Nein, mit der Idee. Genau. Ist nämlich, dass wir, also für alle, die es in der letzten Backtesting-Session gesehen haben, die wissen es ja sowieso schon. Ich gucke bloß ganz kurz die Aufzeichnung, dass ich hier wieder labere und dann, nee, okay, es passt alles. Genau, hatte ich ja die Idee. Bisher haben wir nur einen Signalbaustein, sage ich mal so einfach, dass wir auf, oder wir könnten es auch in zwei Bausteinen untergliedern. Hier haben wir es jetzt in einem Baustein untergliedert, dass wir einfach nach einem Strukturbruch und einem zweiten Liquiditätssweep in den Markt gehen. So, wenn wir halt einen Punkt sweepen, wollen wir den ersten Sweep sehen, dann nochmal über einem fraktalen Punkt einen zweiten Sweep und dann hier, sobald wir dann hier den einen fraktalen Punkt brechen, würden wir sozusagen, gehen wir short in den Markt. Jetzt hatte ich aber die Idee, hier noch den Baustein hinzuzufügen sozusagen, dass wir sagen, ich weiß gar nicht, kann ich hier malen? Ja, kann ich, perfekt. Dass wir jetzt hier einen Baustein sozusagen hinzufügen und sagen, dass wenn, wir müssen noch überlegen, wie wir es definieren, wie gesagt, das ist jetzt hier komplett uncut, Freestyle, ich habe hier nichts vorbereitet, sonst was, sondern wir testen es jetzt hier wirklich gleich zusammen live. Ich habe auch keine Ahnung, wie es performen wird, ob es das Ergebnis wirklich verbessern wird oder nicht. Das wäre aber, wenn wir sehen, schon beim Strukturbruch, oder auch, ja, ich würde erstmal nur definieren, wirklich schon beim Strukturbruch sehen, wie jetzt hier in dem Beispiel. Wir haben dann hier den, könnt ihr vielleicht auch mal, by the way, ein Stück
näher ran. So, und wie gesagt, alle haben jetzt hier verstanden, wo wir den Baustein hinzufügen, sozusagen beim Einstieg, beim Signal. Dass, wenn wir hier schon sehen, dass hier wirklich zwei gleich hohe hoch sind und sich hier sehr wahrscheinlich Liquidität drüber sammelt, dass wir dann nicht diesen Trade nehmen, sondern lieber nochmal auf einen Sweep davon warten und nur Trades sozusagen wollen, wie jetzt beispielsweise der, auch wenn der trotz dessen in Loss war, dass wir nicht sehen wollen, dass es hier zwei gleiche hoch sind oder halt, es müssen nicht mal zwei gleiche hoch sein, sondern es können auch so absteigende hoch sein, wie das, glaube ich, hier irgendwo der Fall war. Moment, wir hatten das hier irgendwo, ich komme nämlich halt gerade aus der Backtesting-Session. Irgendwo hatten wir hier ein Beispiel, wo wir diesen, genau hier, wo wir hier nicht gleich hoch sind, aber wo wir hier halt so eine perfekte Trendline einfach haben und hier extrem viel Liquidität natürlich aufgebaut wird in dem Fall, vor allem dann hier im Nachhinein auch nochmal, wenn wir die Trendline ja mal vorziehen, extrem viele Retailer, die hier Short rein und sich hier positioniert haben, Stop hier drüber haben, und dann wollen wir natürlich hier nicht auf der gleichen, in der gleichen Richtung wie die Retailer unterwegs sein, sondern es ist halt sehr wahrscheinlich, dass einfach dann der DAX oder dass sich einfach die Institutionen, die Big Player hier oben nochmal die Liquidität holen und dann nicht die Entladung bringen, weil wenn sie natürlich die Entladung bringen, wenn hier so viele Retailer dabei sind, und mit diesen Retailern diese Entladung bringen hier runter in diesen Gegenliquiditätsbereich und hier beispielsweise diese Liquidität entladen wollen, können sie halt weniger Liquidität entladen, weil natürlich dann diese ganzen Retailer, die dabei sind, auch da ihre Liquidität entladen wollen, und umso mehr Leute natürlich dann an dem Punkt dabei sind und gleichzeitig die Liquidität entladen wollen wie die Big Player, die Institution, desto mehr Probleme haben sie dann, diese Position logischerweise zu entladen und zu liquidieren, und das ist ja genau das, was sie nicht wollen. Deshalb wollen sie halt immer, dass so wenig Leute wie möglich dabei sind, wenn diese Entladung kommt. So, aber wenn sie, wie gesagt, die Entladung so bringen oder die Entladung so entsteht, dass vor allem so langsam immer wieder so tief hoch sind, dass es für jeden eindeutig ist, dass es jetzt eventuell nach unten gehen könnte, also richtig typisch diese Retailer-Muster, dass dann natürlich da extrem viele Retailer dabei sind und es, wie gesagt, unwahrscheinlich wird, ist, dass diese Entladung wirklich kommt, dass wir dann diesen Trade einfach gar nicht erst eingehen und uns diesen Trade sparen, lieber hier oben den Alarm setzen und sagen, okay, ja, wenn die Entladung kommt, dann kommt sie halt, dann habe ich sie halt verpasst, aber ich weiß, dass es in der Mehrheit der Fällen einfach nochmal passiert, dass wir das Ganze nochmal sweepen und dann die nächsten Trades nehmen. Genau, so, ich hoffe, dass das jetzt verständlich war, was ich jetzt hier genau meinte. Also wie gesagt, entweder dieses Beispiel haben wir, dass wir so tiefere Hochs haben, oder dass wir wie in diesem Beispiel hier gleich hohe Hochs haben. So, diese Trades wollen wir uns dann sozusagen auch sparen. So, und dann geben wir jetzt hier, wie gesagt, ich würde gerne das hier noch rauslöschen. Jetzt, wenn ich das nochmal ganz kurz hier unseren Systembuilding-Prozess, nachdem wir handeln, worum sich auch gefühlt unsere ganze Mastery dreht, ja, dann gehen wir jetzt sozusagen in den ersten Step. Die Idee haben wir jetzt sozusagen gefunden, die habe ich jetzt erklärt, die ist uns in der letzten Backtesting-Session gekommen. So, und jetzt gehen wir sozusagen hier im ersten Step einfach da rein, dass wir das kurz grob im Plan definieren wollen. Und dann gehen wir jetzt hier gleich zusammen ins Testen und Daten sammeln. So, erstmal, wie gesagt, wollen wir das jetzt kurz im Plan grob festhalten, einfach um es genau zu machen, weil wir haben jetzt hier unseren aktuellen Trading-Plan. So, das ist jetzt hier Version 5 des Systems. Ich sammle diese ganzen Daten über diese Systeme hier immer in meiner Google Drive. Habe ich einfach ganz einfach aufgebaut. Ich habe zu jedem System, vor allem hier sind auch die ganzen Systeme von uns aus der Mastery drin, da haben wir viele. Und das ist jetzt hier sozusagen der Ordner für unser HT-System, unser Haptic Trading-System, YouTube-Version. So, wir haben ja auch noch eine spezielle Version des Systems, die es nur bei uns in der Mastery gibt. Unser HT-System Mastery-Version ist das sozusagen, das ist unsere YouTube-Version. Und von der habe ich jetzt hier aktuell 5 Versionen. Eigentlich sind das noch viel mehr Versionen. Das sind wahrscheinlich mittlerweile 10 Versionen oder sowas. Aber 5 Versionen habe ich jetzt hier einfach in dem Ordner. Und wie gesagt, wir sind jetzt hier gerade in Version 5. Das ist der Trading-Plan von Version 5. Und das sind die aktuellen Daten von Version 5. So, wir wollen jetzt einfach Folgendes machen, dass wir jetzt hier einfach einen neuen Ordner erstellen. Sozusagen Version 6 würde das jetzt werden, eventuell, wenn wir eine Verbesserung finden würden. Wir wollen jetzt einmal sozusagen hier die Daten und den Tradingplan einfach einmal kopieren. Das dauert immer kurz. Ich weiß nicht, was er sich da immer so feiern lässt, hier einfach eine Excel-Sheet und ein Word-Dokument zu kopieren. Schieben das hier kurz zurück und schieben das dann hier sozusagen in die Version 6 rein. Würden das hier oben kurz schließen, machen dann diese zwei neuen Daten jetzt hier in Version 6 auf, und ich schreibe mir das dann auch einfach immer gerne kurz hier oben hin, V6, dass ich einfach weiß, dass es jetzt die Daten von Version 6 sind und ich jetzt hier nicht durcheinander komme, und diese Daten wollen wir jetzt einfach gleich anpassen. So, warum machen wir das Ganze jetzt und machen das in einem Extra-Sheet? Natürlich, weil wir jetzt nicht die Daten, wir wollen jetzt hier keine Trades bei Version 5 rauslöschen, weil wir wollen ja jetzt gleich, wenn wir jetzt diese Verbesserungen zu testen, wollen wir natürlich im Nachhinein dann diese Daten hier von Version 6 mit unserer Version 5 vergleichen, um dann natürlich ganz klar zu sehen, ja, bringt
diese Verbesserung uns bessere Daten oder halt nicht mit dem System. Genau, das heißt, wir würden jetzt hier erstmal in Version 6 in den Tradingplan gehen und kurz schauen, an was für einem Punkt wir das jetzt hier schreiben würden. So, das würde ich jetzt hier machen, sozusagen bei der Trade-Eröffnung. Ist es ja dann relevant? Schritt 3, dass wir den Trade eröffnen. Das würde ich alles genauso lassen. Wir wollen immer diesen zweiten Sweep sehen. Wollen dann aber, wie gesagt, klar sehen, dass ich hier keine gleich hohen Hochs sozusagen aufbauen. Das heißt, sogar das zweite Setup würde hier wahrscheinlich in den meisten Fällen einfach komplett wegfallen. So, wir haben ja dieses Setup, dass wir auch im Nachhinein hier einen Sweep nehmen und nicht immer das über dieses oberste hochgehen muss. Weil das ist ja, wir haben ja hier einen H1-Liquiditätspunkt, wollen wir immer den ersten Sweep sehen und dann nochmal einen zweiten Sweep. Und dann würden wir hier bei einem Momentum-Switch, bei einem Strukturbruch sozusagen hier short reingehen in dem Fall. Aber wir haben natürlich auch das Beispiel wie hier, dass wir nicht diesen Sweep über das oberste High sind, sondern über ein High, was sich hier sozusagen im Nachhinein bildet. Aber da dann natürlich in dem Fall immer hier so ein Double Top sozusagen entsteht oder so ein Double Bottom, würden wir diese Trades halt gar nicht mehr nehmen. Das heißt, dieses zweite Setup würde komplett wegfallen. Und ich überlege gerade, wir haben, ja, das würde komplett wegfallen. Das heißt, sobald wir ein klares Signal haben, dass Liquidität unter einem Tief hoch genutzt werden, gehen wir sofort mit dem Momentum Switch rein, wenn das CHV passt. Das SA kommt immer unter das, genau. Ja, das heißt, wir haben das gar nicht so definiert, dass wir zwei Setups haben, oder? Ach doch, hier haben wir das definiert. Erstens wollen wir sehen, dass der Liquiditätspunkt an Deutsch geholt wird. Aber ich kann halt den Tradingplan auch nicht in- und auswendig. Ich schreibe am Tag so viele Tradingpläne, gucke mir so viele Tradingpläne von Membern von uns an und helfe ihnen, das System zu verbessern. Sonst lasse ich natürlich dann hier nicht mehr jeden Tradingplan in- und auswendig kennen, vor allem, weil ich auch das System nicht mehr mit Plan trade, weil ich das System in- und auswendig kann. Da weiß ich nicht mehr, wo jetzt hier genau was steht, dass ihr euch nicht wundert. Aber genau, wir haben das jetzt hier. Zweitens wollen wir sehen, dass sich danach auf M5 ein weiteres fraktales Tief bzw. hoch bildet, was wir nochmal sippen bzw. sweepen, ja, was in zwei unterschiedlichen Methoden stattfinden kann. Methode 1 ist sozusagen, genau, dass wir nochmal diesen Sweep, diesen Zip unter das unterste Low finden, oder Methode 2, dass wir im Nachhinein, also wie gesagt, hier ist unter das unterste Low, unter dieses Low, aber hier in Methode 2 seht ihr, wir haben dann nochmal ein Low gebildet, was wir sweepen und dann den Strukturbruch bekommen, und diese Methode würde jetzt komplett wegfallen, weil wir dann hier natürlich so ein fast Doppel-Bottom bilden würden. Das heißt, wir entfernen die jetzt bei Version 6 aus dem Trading-Plan. Im Nachhinein, genau, das heißt, auch das fällt weg. Und das heißt, wir schreiben dann hier, was nur in dieser Methode stattfinden kann, Methode 1. Okay, so, bloß, dass ihr seht, wie wichtig es ist, bevor ihr auch was testet, euch ganz klar zu machen, was ihr genau testen wollt. Weil viele gehen dann einfach ins Testen, fangen einfach an und definieren aber vorher gar nicht, wie gesagt, was sie genau wollen, und malen sich dann in diesem Backtesting die Welt so ein bisschen, wie sie ihnen gefällt, wie wir das immer so schön sagen. Und ja, können dann aber mit den Daten überhaupt nichts anfangen. Die Daten können sie eigentlich direkt in die Tonne hauen, weil, wie gesagt, sie mal das nehmen, mal das doch nicht nehmen, und dann sieht das doch mal so aus. Da ist es extrem wichtig, dass ihr halt, wie gesagt, vorher zumindest so einen groben Plan hier baut. Das ist ja schon ein sehr detaillierter Plan, weil das System schon jetzt in dem Prinzip ja schon getradet wird und schon steht. Aber wenn man halt ein neues System baut, kann das auch gerne einfach erstmal nur irgendein grober Plan sein. So, das heißt, was nur in dieser Methode stattfinden kann. Methode. Genau, müssen wir jetzt hier nicht nochmal extra Methode schreiben, dann reicht's. Haben wir das. Drittens wollen wir einen klaren Momentum-Switch sehen per Schlusskurs am nächsten. Wenn diese drei Punkte erfüllt, ist sehr wahrscheinlich, dass diese Liquidität genutzt wird. Können leider trotz dessen nicht immer den Punkt erwischen, wo fährt, genau. Und dann würde ich jetzt einfach tatsächlich hier an diesem Punkt noch einen vierten packen, also viertens. Wir wollen per Schlusskurs am nächsten Fraktalen hoch und tief. Wir wollen, ich schreibe das hier mal gerade ganz kurz aus, brauche ich einfach ganz kurz die Aufnahme, dass ich die Aufnahme wirklich nicht zu lange mache, und dann gehen wir das gleich kurz durch. So, also ich habe das jetzt hier einmal genau nochmal beschrieben und ja auch nochmal mit einem Beispiel kurz symbolisiert.
Ich habe es jetzt doch mit hier in diesen dritten Punkt reingepackt und das nicht als vierten Step jetzt hier innerhalb von unserem zweiten Schritt mitgemacht, sondern ich habe jetzt einfach gesagt, sozusagen drittens ist ja, wir wollen dann, wenn das hier sozusagen dieser zweite Sweep da ist, nachdem wir den H1-Liquiditätspunkt gesweept haben, dass wir dann einen klaren Momentum-Switch sehen wollen per Schlusskurs am nächsten fraktalen Hoch oder Tief. Also sozusagen, wir wollen dann hier drüber schließen, dann gehen wir ja long rein. So, dann habe ich aber jetzt sozusagen als Bedingung nochmal hinzugefügt, es sollte genau unter unserem Entry keine Liquidität mehr liegen in Form von zum Beispiel einem Doppelbottom oder höheren Hochs, das ist jetzt ja falsch, zum Beispiel das ist ja jetzt in dem Beispiel, oder höheren Tiefs wie in diesem Beispiel. Sozusagen, dass wir dann hier, wie jetzt genau hier, wir haben jetzt hier den H1-Liquiditätspunkt gesweept, haben jetzt hier unseren zweiten Sweep, sozusagen alles für den Entry ist erfüllt. Sobald wir jetzt hier einen Strukturbruch bekommen würden, würden wir sozusagen long in den Markt reingehen. Wenn wir jetzt aber hier sehen, okay, wir haben jetzt hier so ein Doppel-Bottom gebildet und kriegen dann hier unser Momentum-Switch und würden nach alter Version jetzt hier long reingehen. Nach jetzt dieser sechsten Version, die wir jetzt hier probieren wollen, würden wir jetzt hier nicht long reingehen, weil wir jetzt hier direkt unter unserem Entry noch Liquidität liegen haben. Oder dass sich sowas hier bildet. Das ist natürlich genau das gleiche, bloß nochmal in extremerer Form. Einfach um beide Szenarien jetzt einfach mal drin zu haben, bildlich vor Augen zu haben, nach was wir jetzt hier genau im Backtesting gucken. So, genauso gehen wir jetzt vor. Gehen jetzt mit diesem Plan, sozusagen, wenn wir jetzt nochmal kurz gehen. Genau, hier habe ich gerade noch die Links gehabt, wenn ich hier nochmal kurz unser Systembuilding-Prozess reinhaue, sind wir jetzt hier Ideenfindung Plan, gehen jetzt hier zum Testen und Daten sammeln und wollen jetzt hier mit diesem Plan ja in die sozusagen in die Charts gehen und uns jetzt einfach mal die letzten Wochen hier anschauen, was uns das Ganze geliefert hätte, und wollen es natürlich hier gleichzeitig nicht nur dann ja aus dem Bauch heraus entscheiden, ob es uns jetzt besser gefällt oder nicht, sondern wir wollen natürlich Daten haben, also wir wollen klare Daten haben, auf die wir uns beziehen, und haben jetzt hier sozusagen einmal eine Kopie von unserer fünften Version von allen Trades, die wir bisher gemacht haben, und würden jetzt hier dann natürlich auch alle Trades rauslöschen sozusagen, die wir aufgrund dessen nicht gemacht haben, beziehungsweise auch Trades hinzufügen, die dadurch vielleicht entstanden sind. Genau, so, das heißt, wir gehen wirklich von vorne nach hinten einfach zurück. Ich glaube, das ist das Einfachste, wenn wir Tag für Tag uns anschauen. So, hier am Freitag hatten wir sowieso keinen Trade. So, dann sind wir jetzt hier letzte Woche Donnerstag. Hier haben wir, wie gesagt, jetzt schon gesehen, wir sind dann hier, bevor wir hier das Signal bekommen haben. Ich muss mal irgendwie eine andere Farbe kurz nehmen. Am besten, ich nehme jetzt hier blau, genau, wir nehmen blau. Wo wir dieses Signal bekommen haben, haben wir jetzt hier oben drei Hochs gebildet. Klar, wir haben dieses eine Hoch hier nochmal gestreept, aber trotzdem in dem gesamten Bereich das oberste nicht nochmal gestreept, womit jetzt hier Liquidität drüber liegt. Und dann ist genau dieses Szenario natürlich gerade der Fall, was wir jetzt hier uns aufgezeichnet haben oder aufgemalt haben, dass wir natürlich hier sowas hier haben und den Trade somit nicht nehmen würden, weil direkt über unserem Entry in dem Fall Liquidität liegen würde. Das heißt, wir würden uns den Trade an der Stelle sparen. Wir würden dann natürlich auch direkt in unseren Daten das dokumentieren. Am 30. Mai, den Trade um 11.25 Uhr, gehen wir rein. 30. Mai, Trade um 11.20 Uhr hier, der würden wir sozusagen rauslöschen, hätten wir so in der Version 6, die wir jetzt hier gerade testen, nicht gemacht. So, dann der nächste Trade. Könnte man jetzt hier meinen, okay, das ist so ein Doppeltop sozusagen, wenn man genau hinschaut, hat dieses Top, dieses Hoch gestreamt. Das ist ja genau das, was wir im Prinzip sehen wollen, haben danach direkt eine Reaction bekommen, haben wir kein tieferes Hoch oder sowas nochmal gebildet, das heißt, den Trade hätten wir genommen. Genau wie diesen Trade hätten wir auf jeden Fall auch genommen. So, den Trade haben wir sowieso gar nicht bekommen. Der Trade, ja, haben wir hier direkt einen Sweep gehabt, direkt nach oben kommen, haben wir den Punkt gebildet, den Punkt gebrochen, hätten wir genommen, aber hier in dem Fall wäre der Fall gewesen, dass wir jetzt hier direkt unter unserem Entry Liquidität gehabt hätten in Form von einem H1-Punkt. So, das ist aber nochmal eine Sache für eine andere Backtesting-Session, was ich auf jeden Fall auch nochmal extra testen würde, weil das würde ich jetzt hier nicht mit zusammen reinklamüsern, weil ich würde halt nicht zu viele Dinge auf einmal testen. Ich würde immer nur schauen, dass ich wirklich nur ein was auf einmal teste, weil wenn du halt zu viele Dinge auf einmal testest, kann es sein, dass du eventuell das Ergebnis vielleicht das, was du gerade getestet hast, zu einem schlechten Ergebnis führt. Ich muss kurz wieder die Aufnahme checken, aber es sieht alles gut aus. Dass es, was du getestet hast, vielleicht zu einem schlechten Ergebnis führt, aber wenn du halt mehrere Dinge sozusagen getestet hast, kann es sein, dass nur diese eine einzige Sache, die du vielleicht von diesen drei Dingen führt, dass dieses ganze Ergebnis zerstört hat, aber diese anderen zwei Dinge, die du gleichzeitig noch mit getestet hättest, eigentlich zu einem besseren Ergebnis geführt hätten, aber du halt bloß gar nicht gecheckt hast, weil diese eine Sache alles von diesen anderen Verbesserungen sozusagen zerstört hat, sag ich jetzt mal. Ich hoffe, das war jetzt so verständlich.
Und genau, deshalb würde ich das nochmal in einer extra Backtesting-Session sozusagen mir nochmal anschauen. So, dann jetzt aber hier Trade, der Trade. Also den haben wir dann, sind wir hier eingegangen und hier ist jetzt natürlich schon mehr als klar. Wir bauen jetzt hier, haben jetzt hier höhere Hochs, bauen jetzt hier Liquidität auf und das heißt hier beim Entry wäre uns ganz klar aufgefallen, das wäre auf jeden Fall hier kein Trade gewesen, den wir gemacht hätten. Das heißt, den würden wir hier auch am 29. Mai um 12.05 Uhr rauslöschen. Um 12.05 Uhr hauen wir den hier sozusagen raus. Genau, gehen jetzt hier wieder in Trading View, halt die Aufzeichnung, zack. Dann hier der Trade. Ja, könnte man jetzt hier auf den ersten Blick sagen, ja, wir hatten hier auf jeden Fall höhere Hochs, da müssen wir natürlich immer bedenken, an was für einen Punkt sind wir reingegangen. So, wir haben jetzt hier den Punkt, an dem Punkt sind wir rein, hier um 10 Uhr und da hatten wir noch kein höheres Hoch. Also wir sind hier runter gesweept und sind direkt nach oben reagiert, haben den Strukturbruch, Strukturbruch gemacht, genauso wie wir es sehen wollen. Und damit wären wir den Trade so eingegangen. Auch hier haben wir zwar verschiedene Hochs gebildet, aber hier kurz bevor wir den Bruch bekommen haben, haben wir das Ganze ja nochmal gesweept. Genau wie wir es sehen wollen, direkt den Strukturbruch. Daher hätten wir den Trade so auf jeden Fall gemacht. Dann der Trade hier wiederum ist wieder eine andere Sache. Hier haben wir einmal ein Low gebildet, haben nochmal so ein Low gebildet, fast gleich tief und haben dann erst den Strukturbruch bekommen. Das heißt, den Trade hätten wir wiederum nicht genommen. 28. Mai, 15.10 Uhr würden wir den Trade sozusagen hier rauslöschen. So, da hätten wir uns jetzt letzte Woche alleine bisher schon mal, ja, 3% gespart und würden jetzt letzte Woche damit schon anstatt von bei 1,5 oder was wir waren, bei 4,59% stehen. Was natürlich aber jetzt noch keine ausreichende Datenmenge ist, um jetzt darüber eine Entscheidung zu treffen. So, dann schauen wir jetzt mal hier. Weil das ist natürlich genau das, was ich euch jetzt zeigen will. Was natürlich auch das Umkehr ist, weil jetzt hier in diesen Punkten fangen jetzt die Meister wegzuschauen und sagen, ah ja, da, hier, den hätte ich natürlich genommen, jetzt hier oben aus so einem Sweep raus. Das wäre auf jeden Fall ein valider Trade genommen, den nehme ich nicht raus, aber wenn ihr euch das anschaut, wir sind hier reingekommen und hatten das High und hatten das High. Und es ist genau das gleiche, bloß halt andersrum. So, und damit müssen wir natürlich auch hier an der Stelle diesen 7,68% Trade aus unseren Daten löschen. Weil, oder rausnehmen in dem Fall, weil wir den mit dieser Version nicht gemacht haben, weil wir hier nicht direkt nach diesem Sweep den Bruch gesehen haben, sondern im Nachhinein hier nochmal sozusagen ein tieferes Hochgebild haben und hier Liquidität sozusagen aufgebaut haben. Und damit würde sozusagen auch dann dieser Trade hier 7,68% rausgelöscht werden. Und wie gesagt, das ist das, wo die meisten wegschauen. Das macht dann nämlich schon aus der letzten Woche eine Losswoche. Genau, so, das heißt, wir gehen ja wieder in TradingView. Gucken hier weiter. So. Das heißt, hier den Trade hätten wir gemacht. Wir gehen jetzt hier mal ein bisschen schneller durch. Den Trade hätten wir nicht gemacht, weil wir hier vorher drei Lows aufgebaut haben. So, das heißt, 27. Mai, 14.45 Uhr. 27. Mai, 14.45 Uhr würden wir rauslöschen. Dann haben wir letzte Woche hier nur noch einen Trade. Das ist der und den hätten wir auch nicht gemacht. Das war ja vorhin schon unser Beispiel, haben wir vorhin schon durchgesprochen. Das heißt, das ist der erste Trade der Woche. Den hätten wir auch nicht gemacht. Damit wären wir letzte Woche hier bei einem leichten Loss sozusagen rausgekommen. So, dann gehen wir in die Woche zuvor, 21. Kalenderwoche. So, fangen hier bei dem Trade an. Hier haben wir jetzt zwar einen fraktalen Punkt im Nachhinein, ja, haben wir aber schön gesweept, sind ja direkt nach unten gegangen und haben ja eigentlich relativ schnell direkt den den Strukturbruch bekommen und damit ist das hier für mich jetzt kein Hoch, was jetzt hier dafür verantwortlich ist, dass jetzt hier oben irgendwie eine Menge Liquidität liegt. Daher hätten wir den Loss trotzdem gemacht. So, das ist dann jetzt auch wieder, wo ich dann viele sehe, weil ich ja so vielen Leuten weiterhelfe und auch mit so einigen Leuten zusammen backtesten und sonst was über ihre Systeme drüber gucken, dass sie dann so einen Trade natürlich dann wiederum sich hier an der Stelle so, was ich vorhin meinte, wo ich gesagt habe, dass ich dann hier viele anfangen, die Welt so ein bisschen so zu malen, wie sie ihnen gefällt und dann diesen Lost-Trade natürlich rausnehmen, weil ich natürlich verstehe wollte, dass das System so gut wie möglich performt, aber es bringt euch in dem Fall nichts, euch selber anzulügen, euch selber zu bescheißen, vor allem im Backtesting, wenn ihr euer System baut und dann versuchen, euer System irgendwie besser zu machen, als es ist, weil es wäre an der Stelle jetzt ja einfach nicht richtig, den Trade rauszunehmen, weil wir ja sagen, okay, uns geht es darum, dass eine Menge Liquidität über unserem Entry liegt und wir aus dem Grund den Trade nicht machen. Aber wir haben ja hier relativ schnell den Bruch gesehen und daher liegt hier oben keine Menge oder wurde hier oben vor unserem Strukturbruch keine Menge Liquidität aufgebaut. So, im Gegensatz zu hier, obwohl hier auch nicht, weil wir haben hier den Strukturbruch bekommen, haben hier den Sweep bekommen und haben auch relativ schnell den Strukturbruch bekommen. Klar, hier wurde jetzt im Nachhinein eine Menge Liquidität aufgebaut,
aber wir haben jetzt nicht im Tradingplan geschrieben, okay, selbst wenn im Nachhinein dann Liquidität hier aufgebaut wird und er jetzt hier nicht wirklich, wie sage ich das, aus der Hefe kommt und jetzt hier nicht wirklich schnell in unseren Take-Profit läuft, dass wir dann im Nachhinein auch den Trade hier vielleicht irgendwo Break-Even oder sonst was schließen, sobald wir sehen, dass hier Liquidität aufgebaut wird. So haben wir nicht definiert und daher hätten wir den Trade so gemacht. Uns ging es jetzt erstmal nur rein um die Liquidität, die beim Entry über oder halt in dem Long-Beispiel unter unserem Entry liegt. Genau, so. Das heißt, auch hier hätten wir den Trade so gemacht. Hier an der Stelle sehen wir jetzt hier, hätten wir nicht gemacht, weil wir haben hier den ersten Sweep, sind dann hier nochmal nach unten, haben hier so fast gleich tiefe Tiefs gebildet und hier den Sweep bekommen. Das heißt, der Trade am 23. Mai um 17.05 Uhr, am 23. Mai um 17 Uhr, ja, um 17 Uhr hier an der Stelle, stimmt nicht immer ganz genau überein mit den Uhrzeiten, aber genau, würden wir auf jeden Fall nicht machen. Dann den hätten wir auf jeden Fall gemacht. Genau, und ich glaube, ihr versteht das Prinzip, wie wir jetzt hier vorgehen. Wie gesagt, wir sind jetzt hier im zweiten Step, dem Datensammeln. Den Trade hätten wir so gemacht, haben wir schön diesen Sweep eigentlich bekommen, direkt nach oben. Leider die Entladung trotzdem nicht bekommen, haben wir im Nachhinein Liquidität aufgebaut. Das wäre auf jeden Fall, wie gesagt, auch nochmal eine extra Sache, die man testen kann, wo das dann wirklich sieht, dass hier im Nachhinein so viel Liquidität, weil ihr seht es ja hier mit diesen ganzen Lows, was jetzt hier für einen Liquiditätsbereich aufgebaut oder so. Viele sehen das ja dann hier als Widerstand, zeichnen sich das als Widerstand ein, denken, jetzt kommt nach so einem Move die Umkehr, gehen dann hier in diesen Bereichen immer wieder long rein und legen ihren Stop hier drunter. So, seht ihr, wurde nochmal gesweept und dann kam wieder Move nach oben. So, das ist ja kein Zufall. So, aber wie gesagt, das testen wir nicht jetzt und vermischen das mit unseren Ergebnissen, sondern wir wollen das in einem extra Backtesting-Session mit einer extra Version, um, wie gesagt, ganz genau mit unserer alten Version vergleichen zu können, bringt es bessere Ergebnisse oder nicht. So, dann haben wir jetzt hier, den Trade hätten wir auf jeden Fall so gemacht, den Trade hätten wir auch so gemacht, schön Liquidität gezogen. Das ist wiederum ein Trade, den hätten wir nicht gemacht, weil ihr seht dann hier, diese ganzen Low-Highs, die wir hier aufgebaut haben, hier liegt auf jeden Fall einiges an Liquidität drüber. Hier ist so eine schöne Trendline, wo dann viele hier Short reingegangen sind, Stop hier drüber und dann, genau, das heißt, der am 21. Mai, 19 Uhr, den würden wir auf jeden Fall hier, zack, rausnehmen. Ich habe, na okay, nee, das stimmt, ja doch, okay. Ich habe gerade was anderes geschaut, aber es wäre nicht aufgegangen. Dann den Trade hätten wir auf jeden Fall auch genommen, hätten hier relativ schnell den Bruch bekommen. Den Trade hätten wir eh nicht bekommen. So, den Trade hier hätten wir auch so gemacht. Das ist jetzt hier kein, also das ist jetzt hier zwar ein Win-Trade, ja, aber ist jetzt ja auch wieder hier, haben wir relativ schnell den Move nach unten bekommen. Kurz nochmal eine Reaction, hier nachdem wir die Liquidität gesweept haben und dann den Bruch schön mit Momentum, auch mit einer schönen Kerze hier. Den hätten wir so, wie gesagt, auf jeden Fall gemacht. Und da ist jetzt hier nichts, was unser Muster gleicht, dass wir jetzt hier entweder, wie gesagt, hier oben in dem Bereich nochmal so eine Art Doppeltop fast machen oder fast hier so ein komplettes Doppeltop oder dass wir halt, wie gesagt, hier, ich glaube, mit dem anderen Stift kann ich das besser malen, jetzt hier sowas sehen, dass wir jetzt hier tiefere Highs bauen und dann jetzt hier erst den Strukturbruch bekommen und dann hier so Liquidität aufbauen. So, das war jetzt in dem Fall nicht der Punkt. Genau, so, das heißt aber hier in dem Fall, das ist halt genau wieder sowas. So, das ist wieder in der Nähe gekommen. Hier haben, sind wir so langsam nach unten gefallen, haben wir so, so eine Art fast Trendline hier Liquidität aufgebaut, nach, langsam nach unten bewegt. Nicht wie hier, haben wir uns ja schon relativ pushartig. Kurze Reaction, wieder ein Push, genau das, was wir sehen wollen. Aber hier ist ja genau das nicht der Fall gekommen. Er ist ja gar nicht beim Strukturbruch aus der Hilfe gekommen. Und das wäre wieder genau so ein Trade, den wir dann nicht genommen hätten beim Entry 20. Mai, 12.15 Uhr. Löschen wir hier sozusagen raus und damit hätten wir aber, glaube ich, dann schon in der letzten Woche, wenn wir kurz nochmal die Version 4, nein, die Version 5 hier zum Vergleich aufmachen, die Daten aus der Version 5, kurz runterscrollen. Genau, bei letzter Woche wären dann mit der Version 5 nur 2,59% gewesen. Ich mache die mal ganz kurz hier vor. Und hier hätten wir dann 5,59%. In der letzten Woche. So, also hätten wir in der letzten Woche damit schon mal eine Verbesserung erzielt. So, und das ist halt wirklich, wenn ihr diesen Prozess versteht, verinnerlicht, sozusagen den trainiert, sodass es wirklich in euer Blut übergeht und einen, sag ich mal, es drauf habt, Muster im Markt zu finden, so wie wir es auch vor allem letzte Woche in dem YouTube-Video gezeigt haben oder vorletzte Woche, ich weiß gar nicht mehr genau, oder auch das Thema mit den Liquiditätsträgen, findet ihr alles auf unserem YouTube-Kanal, wo wir verschiedene Muster zeigen. Wenn ihr euch so ein Muster hernimmt, auf so einem Muster ein System baut oder wie gesagt noch besser lernt, selber solche Muster zu finden und dann wirklich ein Muster habt, was Potenzial habt und dann einfach nach diesem Prozess dranbleibt und auch wenn das System vielleicht nicht funktioniert, immer wieder euch die Daten, die ihr jetzt hier gerade backtestet,
auswertet und dann versucht zu optimieren, dass immer wieder in diesen Drei-Schritte-Prozess übergeht, geht es einfach gar nicht anders als dass ihr halt früher oder später sozusagen zu einem funktionierenden System kommt. Yes, genau, das heißt, wir gehen jetzt hier wieder weiter rein. Das heißt, den hätten wir so auf jeden Fall nicht genommen. Und genau, ich würde jetzt hier einfach nochmal ein bisschen, damit wir das Video jetzt nicht in die Länge, komplett in die Länge ziehen, ihr habt jetzt auf jeden Fall diesen Prozess verstanden. Ich schaue mir jetzt hier gleich noch die nächsten Trades ein bisschen an. Und was heißt die nächsten Trades? Die nächsten Wochen machen wir jetzt hier gleich noch einen Kaffee. Und dann würde ich einfach sagen, dass wir das Ganze gleich nochmal gemeinsam auswerten und vielleicht, ich markiere mir die Trades ja auch kurz mit so einer horizontalen Linie, dass wir dann einfach nochmal ganz kurz auch schnell die Trades durchgehen können, damit ihr diese Beispiele habt, die ich sozusagen dann rausgenommen habe. Und genau. So, also jetzt hier eine kleine Auswertung dazu. Ich habe jetzt hier bis zum 27. März zurückgebacktestet. Eigentlich würde ich auch noch viel mehr Daten sammeln, weil das sind ja jetzt gerade mal sozusagen jetzt, heute ist ja Anfang Juni, das heißt, wir haben den Mai komplett, wir haben den April komplett, das sind ja gerade mal 2 Monate, 8 Wochen. Und auf so einer Basis, je nachdem wie viele Trades das sind, es kommt drauf an, aber auf so einer Basis treffe ich in den seltensten Fällen eigentlich eine Entscheidung, ob wir die Optimierung machen. Also ob diese Optimierung sozusagen Sinn ergibt oder nicht. Also sozusagen dann, wenn wir hier nochmal ganz kurz uns den Prozess anschauen, jetzt sozusagen in der Auswertung, dann treffe ich eigentlich in der Regel nicht nach 2 Monaten bzw. roundabout 8 Wochen dann eine Entscheidung, ob wir dann nochmal die Ideenfindung in das Planbuilding, so in die Erstellung des Plans dann sozusagen gehen, oder ob wir das System archivieren oder so, sage ich mal, vielleicht sogar übernehmen und live traden. Aber in dem Fall, wie bringe ich das am besten rüber? Dem Fall jetzt hier schon, nämlich aus einem Grund, weil nämlich mein absoluter Maximal-Drawdown so sozusagen verletzt wurde. Also wir haben halt, wir können das jetzt hier gleich nochmal durchgehen, so auf die Art und Weise mit der Idee, die wir jetzt hatten, sah so erstmal gut aus. Wir haben sie uns jetzt hier angeschaut, ich zeige euch das jetzt hier gleich auch alles nochmal. Aber trotz dessen mussten wir durch diese Optimierung einfach auf zu viele wichtige Win-Trades verzichten, so dass unser Drawdown, das gucken wir uns wie gesagt gleich alles ganz genau an, so dass unser Drawdown einfach zu groß wurde, als dass ich das System so trainen würde. Also was will ich halt weiter testen, wenn ich jetzt schon einmal so einen riesigen Drawdown, ich glaube jetzt waren es 27% oder 28% Drawdown, die wir jetzt so mit der Art und Weise, mit dieser 6. Version, die wir jetzt hier sozusagen gerade getestet haben, hätten, würde ich so niemals ins Trading gehen. Also wieso soll ich dann damit halt noch weiter traden, noch mehr Daten sammeln, als wenn ich jetzt weiß, okay, ich habe so einen riesigen Drawdown. So. Weil wir sehen jetzt hier, seit halt auch sehr viele Win-Trades tatsächlich sich aus so einem höheren Highs raus entwickeln, auch wenn hier noch viel Liquidität ist, vor allem wenn wir hier in Strukturrichtung unterwegs sind, dass wir dann sehen, hier der Trade ist direkt gekommen, den hätten wir so gemacht alles. Wir hätten natürlich auch einige Win-Trades, einige Lost-Trades uns hier erspart, klar, hätten wir das erspart, aber sorry, kurz zur Unterbrechung hier, klar, hätten wir uns hier auch ein paar Loss-Trades erspart, aber im Großen und Ganzen wäre das halt einfach nicht aufgegangen, weil halt einfach zu viele Wins dabei sind. So, hier, ich habe jetzt hier überall, wo ich sozusagen den Trade rausgelöscht habe in unserer 6. Version, also wo sozusagen jeden Trade, den wir in unserer 6. Version, wo wir uns jetzt gedacht hätten, okay, wir können das System so eventuell verbessern, habe ich jetzt hier so eine horizontale Linie gemacht und sozusagen den Trade danach hätten wir in unserer 6. Version nicht gemacht und die habe ich sozusagen aus unserem Trading Stats sozusagen rausgelöscht. Auch hier unten haben wir 1, 2, 3, 4 Liquiditätspunkte oder 4 fraktale Punkte, bevor wir hier dieses Signal bekommen haben. So, dann hätten wir auch nicht gemacht. Hier zurückgehen, hier die hätten wir alle gemacht, weil der wäre dann schon direkt gekommen. Gut, den hier hätten wir eventuell auch rauslöschen können, weil wir hier nochmal so einen Double Top hatten, haben dann hier extrem viel Liquidität aufgebaut, aber wie gesagt, im Nachhinein. Das wäre jetzt auf jeden Fall meine nächste Idee, weil wie gesagt, nur weil es jetzt heißt, dass wir jetzt hier im Systembuilding-Prozess gerade, wie gesagt, wir haben jetzt hier einmal eine Idee gehabt,
einmal eine Idee gehabt, haben dafür einen Plan erstellt, waren jetzt hier im Testen und Datensammeln. Und nur weil wir jetzt in der Auswertung feststellen, okay, diese Idee würde unser System jetzt in dem Fall nicht verbessern, sondern halt verschlechtern, heißt das nicht, dass wir das jetzt komplett dann in die Tonne kloppen und uns nie wieder anschauen, sondern wir schauen uns dann natürlich an, okay, entsteht jetzt daraus vielleicht weitere Ideen, finden wir hier irgendwelche Punkte zum Optimieren, mit denen wir wieder in die Ideenfindung gehen können und gucken können, okay, wie können wir einen Plan erstellen. So, meine nächste Idee, die jetzt daraus entspringt, sind genau solche Punkte, dass wir dann sagen, wenn im Nachhinein, wenn der Trade schon läuft, wirklich eindeutig so eine wunderschöne Liquiditätslinie hier sozusagen entsteht, sowas hier, dass wir dann im Nachhinein den Trade irgendwie schließen. Bloß es ist halt schwer zu backtesten, weil wann sagt man, okay, ab was für einem Punkt schließt man uns dann wirklich so, dass man sagt, okay, sobald wir zum Beispiel 1, 2, 3 solche Hochs haben und die sozusagen über 3 so eine Hochs eine Trendline ziehen können, schließen wir den Trade. Das wäre dann in dem Fall hier roundabout Break-Even gewesen. Oder wann schließen wir den Trade? Und das ist ja genau das, okay, wir haben jetzt die Idee, wir haben diese Optimierung gefunden und würden dann mit dieser Optimierung hier wieder in die Ideenfindung gehen und uns überlegen, wie wir das Ganze in diesen Plan einbauen. So, und ich glaube, jetzt langsam macht es auch bei dir Klick, wie dieser Prozess halt nach und nach läuft, wie man halt so einfach immer wieder diesen Prozess von vorne anfängt und das halt, was ich am Anfang gesagt habe, wenn du ein Muster hast, was so wirklich immer wieder vorkommen, versuchst auf diesem Muster ein System zu bauen, dich an diesen Systembuilding-Prozess hältst und so das Market-Decoding von uns lernst, es geht nicht anders, dass du früher oder später so zu einem funktionierenden System kommst oder weitere Verbesserungen für dein System findest. So, es ist unmöglich, als dass das irgendwann nicht einfach Klick macht und funktioniert. Genau, so, das wäre dann meine nächste Idee, bloß schon mal das vorweggenommen, aber wir gehen dann nochmal kurz ein paar Trades durch. Hier den Win hätten wir nicht gemacht, weil wir hier noch Liquidität aufgebaut hätten und hier auch wie so eine kleine Trendline aufgebaut hätten. Dann hier, der Lost Trade ist direkt gekommen, wurde rausgestreamt, haben direkt den nächsten Trade bekommen, hier nach diesem Streak mit dem Doch, das heißt, die hätten wir alle gemacht. Auch diese 4er Lost Streak hier, wir haben hier oben gesweept, haben direkt das Einstiegssignal bekommen, haben hier oben, haben zwar mehrere Highs gehabt, aber haben diese ganzen Highs hier vor unserem Signal immer wieder gesweept und haben dann direkt das Signal bekommen, da hätten wir die gemacht, auch hier nochmal rausgesweept den Trade und direkt das Signal bekommen. So, klar haben wir noch Punkte gebildet, aber das sind halt für mich keine eindeutigen Punkte, dass jetzt da wir jetzt hier eine einwandfreie Trendline hier irgendwie so ziehen können, so, das sind einfach nur Dochte und keine Highs. So, daher habe ich den Trade jetzt ja auch drinne gelassen, fairer oder was heißt fairerweise, weil ich da einfach ehrlich zu mir bin. Andere Leute, die wie gesagt sich da die Welt im Backtesting ein bisschen so malen, wie sie ihnen gefällt, würden den Trade wahrscheinlich rausnehmen, um ihr System besser dastehen zu lassen, aber das bringt ja nichts so. Es bringt nichts, euch im Backtesting selber zu bescheißen. Gut, diese Leute bescheißen sich nicht, sondern die wollen halt euch bescheißen, dass halt ihre Systeme besser dastehen, dass ihr die Systeme von ihnen kauft, sonst was, aber das ist ja in dem Fall hier nicht unser Ziel, weil wir sind halt, ihr seht das ja in jedem unserer Videos, also einfach zu 100% transparent und ehrlich sind. Wir zeigen alles, wir zeigen jeden Loss unseres Systems, jeden Trade, der möglich gewesen wäre. So, und alles, was wir hier sowieso auf YouTube auch teilen und machen würden, würden wir uns auch anschauen, wenn wir kein YouTube oder sonst was machen würden. Alles, was bei uns in der Mastery ist, was wir in unserer Mastery teilen, ist einfach nur das, was wir auch selber tagtäglich machen. Wir drücken halt gefühlt einfach nur auf den Aufnahmen-Button. So, das machen wir tagtäglich. Wir bauen Systeme, verbessern Systeme und nehmen uns halt einfach nur dabei auf und teilen dabei unser Wissen, festigen unser Wissen für uns selber nochmal und können damit halt extrem viel Gutes tun, wenn wir halt überlegen, wie viel Tradern wir damit halt schon weitergeholfen haben und zu dem besseren Leben verholfen haben, dann ist es auf jeden Fall wert, sich da für die Zeit zu nehmen. Und natürlich ist auch kein Geheimnis, dass das nebenher ein zusätzliches Business zum Trading ist, um sich noch weiteres Eigenkapital aufzubauen. Das ist ja auch logisch, also auch das ist ja kein Geheimnis. So, dass wir sind ja auch nicht Mutter Teresa und keine Ahnung, haben unsere Zeit zu verschwenden. Das ist ja auch logisch, dass wir dann dafür eine gewisse Summe an Geld verlangen, weil es natürlich auch eine gewisse Arbeit ist, auch wenn wir das, wie gesagt, sowieso machen würden. Genauso auch hier, der Trade ist direkt gekommen, hätten wir nicht rausgenommen, auch der Trade ist direkt gekommen. Hier unten nochmal dieses Low vorher gestreamt, genau das, was wir sehen wollten. So, dann haben wir hier wieder ein paar Trades, die wir rausgenommen hätten, nämlich der hier, der wäre erst hier gekommen und hier hätten wir ein High gehabt, hier hätten wir kurz unter dem High nochmal ein High gehabt, wo man halt ja hier wirklich schon eine Trendline hätte zeichnen können. Auch hier in dem Fall genau das gleiche wieder, hätten wir den rausgenommen, aber halt auch hier diesen 3,48% Win Trade, weil hier ist es auch sehr schön, wir haben hier Push nach unten bekommen, haben dann hier uns kurz erholt und dann hier den weiteren Push bekommen und hier ja, hätten wir auch wieder eine einwandfreie Trendline so anlegen können, zwar nur mit 2 Punkten und nicht mit 3 Punkten, aber wir haben gesagt, okay, dass auch 2 Punkte reichen, so, das war unsere aktuelle Version. So, wie gesagt, in der nächsten Version könnte man das mit 3 Punkten testen, ob das dann genauso performen würde oder halt, dass die
oder halt zum Beispiel sowas rauszunehmen, dass wir sagen, okay, so ein tieferes, wie wir das im Tradingplan definiert haben, so ein tieferes Hoch zählt auch, sondern dass wir dann sagen, okay, so eins zählt nicht, es zählt wirklich nur, wenn das High hier an der Stelle nochmal ein bisschen höher wäre und wirklich nur fast wirklich ein Double Top mit diesem wäre, nur dann würden wir den Trade rausnehmen und so nicht. So, das wäre auch nochmal eine Idee, die ich mir dann sozusagen aufschreiben würde dazu, um das nochmal extra sozusagen zu testen. Und genau, aber ihr wisst auf jeden Fall jetzt hier, worauf ich hinaus, wir haben jetzt hier genug Beispiele, glaube ich, durchgenommen, dann gehen wir jetzt nochmal kurz in die Auswertung. So, ich habe jetzt hier einmal, dass ihr es ganz kurz versteht, ist ganz einfach, was ich jetzt hier gemacht habe. Ich habe jetzt hier einmal, ihr seht, dass die zwei Backtesting-Tabellen aufgemacht, das ist jetzt hier einmal die Backtesting-Tabelle der sechsten Version, sozusagen der Version, die wir jetzt gerade gebaut haben, die wir jetzt gerade getestet haben, wo wir jetzt gerade mit der Optimierung hier schauen wollten, ob wir damit besser fahren als in unserer vorherigen Version, also in unserer jetzigen Version, die wir bisher getradet haben, in unserer fünften Version sozusagen. So, habe jetzt hier sozusagen dann die Backtesting-Daten mir noch aus der fünften Version hergenommen und die jetzt sozusagen hier nebeneinander gelegt, um jetzt hier sozusagen zu vergleichen. So, wenn wir jetzt hier uns mal der von der sechsten Version, wie gesagt, die Backtesting-Daten anschauen, der letzten drei Wochen und unserer aktuellen Version, die Backtesting-Daten der letzten drei Wochen anschauen, dann hat unsere Backtesting-Version, das wir jetzt aus der aktuellen Woche, eine Loss-Woche gemacht. Wir haben minus 1% mit unserer eigentlichen vorherigen Version, die wir aktuell traden, 1,59%. So, aus der vorherigen Woche wäre die, glaube ich, mit fast die einzigste Woche gewesen, wo wir ein deutliches Plus mit dieser sechsten Version, die wir gerade getestet haben, gehabt hätten, von 5,6%, und wir hätten hier nur 2,6% gehabt mit unserem eigentlichen System. Dann in der vorvorletzten Woche minus 1,12% und mit unserem richtigen System, mit unserem eigentlichen System der Version 5, 2,24% Loss, also nochmal ein Loss mehr. So, dann die nächsten drei Wochen. Schauen wir uns auch hier die nächsten drei Wochen an, das sind sozusagen diese. Hätten wir hier zwar wieder ein bisschen besser abgeschlossen mit 0,51 und mit unserem richtigen System hätten wir minus 2,49 gehabt. Auch in der nächsten Woche hätten wir wieder besser abgeschlossen mit unserer Version, die wir gerade getestet haben, im Gegensatz zu unserem System, was minus 3,7% gehabt hat. Dann auch jetzt oder hier in der Woche hätten wir wieder ein bisschen schlechter abgeschlossen, aber das ist nicht das, worum es geht. Das ist das Erste, was man bei uns in der Mastery lernt, dass man nicht immer nur auf den Profit schaut, auf den Gewinn schaut, was die meisten machen. Und es gibt halt noch viel wichtigere Faktoren, wie zum Beispiel die Trefferquote, die vor allem für die emotionale Umsetzung des Systems extrem wichtig sind, wie auch der Drawdowns. Und was bringen uns halt die Gewinne, wenn wir für diese Gewinne so hohe Drawdowns in Kauf nehmen müssen, dass es emotional entweder gar nicht aushaltbar für uns wäre oder mit unserem Ziel überhaupt gar nicht übereinstimmen würde. Weil wenn es zum Beispiel unser Ziel ist, Fremdkapital aufzubauen, dann können wir keine, nicht regelmäßig Drawdowns über 10% haben. Wenn das mal passiert, ja, mit einem System vollkommen in Ordnung, passiert so. Es gibt, du kannst kein System bauen, was langfristig Potenzial hat, viele Fremdkapital-Challenges zu, oder mit denen du das Potenzial hast, viele Fremdkapital-Challenges zu passen, was nie einen Drawdown über 10% hat. So, das, wenn da jemand ein System hat, kann er mir das gerne zeigen, habe ich aber noch nie gesehen. Also wenn man es wirklich langfristig testet über mehrere Monate und jetzt nicht nur über ein paar Wochen oder ein paar einzelne Trades, wie euch diese ganzen YouTuber ihre Systeme zeigen, sondern halt wirklich so ehrlich gebacktestet, wie wir das machen, dass man wirklich jeden Trade dokumentiert und jeden Trade sich anschaut, der mit dem System möglich gewesen wäre und nicht nur die besten Trades, wie das die meisten machen. Und daher, wie gesagt, habe ich dann diese Daten einfach mal genommen, die ich jetzt hier gebacktestet habe, weil ich gesagt habe, okay, mir ist das schon aufgefallen hier beim Backtesten, dass wir sehr viele wichtige Win-Trades rausnehmen mussten und dadurch die Drawdowns, ihr seht das schon hier, was wir hier einfach für eine Drawdown-Phase hatten, extrem, extrem groß geworden sind. So, und dann habe ich das, wie gesagt, diese ganzen Daten einfach mal in ein Tool eingesetzt, was wir hier bei uns in der Mastery verwenden. Das verwenden wir unter anderem auch, um zu testen, ob unser System mit Martingale oder wie unser System mit der Martingale, mit dem Martingale-Baustein, mit der Martingale-Komponente performen würde. Aber darum soll es jetzt hier an der Stelle nicht gehen, sondern wir nutzen das Tool auch einfach oft, weil wir hier uns so schön die Drawdowns anzeigen lassen können, um einfach unsere Drawdowns zu messen. Und da habe ich jetzt, wie gesagt, die Daten der sechsten Version eingesetzt und habe jetzt hier gesehen, dass unser maximaler Drawdown, also unser größter Drawdown mit diesem System bei minus 28% liegen würde. So, wir hätten sozusagen über diese Zeit sozusagen 643 Mal über diese 10% Drawdown gegangen und das ist natürlich jenseits von dem, was wir uns vorstellen. Das kann man so halt wirklich nicht traden, auch wenn man es halt sieht hier über diese Phase, sind wir halt, ja, haben wir einfach nur, ja, Break-Even abgeschlossen. Ich weiß nicht genau, wo der Drawdown jetzt hier war, dieser große von
diesen Risikoeinheiten, den kann ich gleich einfach nochmal kurz raussuchen. So, ich habe ihn hier gefunden. Das wäre sozusagen hier einfach der hier gewesen, wo wir von 12.391 auf 8.868 getroppt werden. Also ich habe es hier gefunden. Von 12.391 sind wir hier auf, ja, 8.000 irgendwas getroppt. Also das hier war auf jeden Fall diese Drawdown-Phase, wo wir halt so extrem viele Risikoeinheiten getroppt haben und hier gar nicht halt, ja, richtig, ja, wie sage ich das, nach vorne gekommen sind, so. Und daher, wie gesagt, fällt das System halt sofort raus, auch wenn ich, wie gesagt, nach so wenig Daten eigentlich noch gar keine Entscheidung darüber treffe, ob diese Optimierung Sinn ergibt oder nicht. Aber wie gesagt, wenn so eine Regel verletzt ist und das überhaupt gar nicht mit dem übereinstimmt, was wir Long-Term erreichen wollen, dann kann man dann sowas auch direkt aussortieren. Wie wenn man jetzt zum Beispiel auch 3 Monate testet und merkt, man hätte damit ja keinen Gewinn oder sonst was gemacht. Also, klar, dann hätte es jetzt erstmal nicht zwingend irgendwie eine Regel verletzt. Wir hätten keinen großen Verlust gemacht, aber halt auch keinen Gewinn. Aber da wir natürlich irgendwie auch Gewinn machen wollen und ein gewisses Ziel haben und dann dieses System nicht mit unserem Ziel übereinstimmt, dann ja, kann man dann diese Änderungen dann da auch schon vorzeitig verwerfen, obwohl man vielleicht noch sonst viel, viel mehr Daten sich sozusagen hätte angeschaut. So, und daher, um das Ganze einfach an der Stelle nochmal kurz zusammenzufassen, würde ich dann sozusagen jetzt an der Stelle einfach diese Version, ja, archivieren. Ich würde sie einfach nicht löschen, einfach erstmal, ja, die Daten im Hinterkopf behalten sozusagen. Diese 6. Version habe ich dann hier bei mir immer in Ordner, der sich sozusagen bei den Systemen mal Archiv nennt, und da würde ich diese 6. Version dann sozusagen einfach reinschieben, zack, so, dass sie dann hier weg ist, und dann ist bleibt die aktuellste Version sozusagen erstmal die 5. Version, die ich trade, weil ich sozusagen jetzt hier erstmal noch keine Verbesserung gefunden habe. Aber trotzdem haben wir vorhin besprochen, wir hätten jetzt hier schon die nächste Idee, um jetzt sozusagen diesen Systembuilding-Prozess wieder zu wiederholen, würde jetzt hier wieder die Ideenfindung und die Planerstellung gehen und genau das gleiche wieder machen und das halt so lange machen, bis ich hier zu einer Verbesserung, zu einer Optimierung kommen und das System besser auf dieses Muster, was wir hier traden, diese Liquiditätsentladung, anpassen kann. So, daher lasst mich sehr, sehr gerne in den Kommentaren wissen, ob ich weitere solche Videos bringen soll, wo wir gemeinsam versuchen, das Liquiditätssystem zu verbessern, wo wir vielleicht noch die Ideen, die wir heute hatten, versuchen zu optimieren. Gerne auch komplett andere Wünsche. Wir können auch gerne diesen Prozess ein paar Mal durchlaufen mit komplett neuen Systemen oder Systemen von euch. Ihr könnt mir auch gerne Systeme zuschicken. Dann können wir das auch sehr, sehr gerne machen und da mal ins Testing gehen. Und im Gesamten, wenn Fragen sind, unten in der Beschreibung ist ja immer unser Telegram-Account verlinkt. Da könnt ihr uns jederzeit schreiben, auch wenn ihr erstmal noch keine Frage oder kein Problem sonst was habt. Schreibt uns gerne einfach erstmal, dass ihr erstmal unseren Kontakt habt. Und dann könnt ihr euch ja, wie gesagt, jederzeit gerne melden. Und ansonsten, je nachdem, wenn ihr das Video seht, hören wir uns dann spätestens im nächsten Video.